feiner Künstlerpinsel, Klammer auf, ungenutzt, Klammer zu, ein quadratisches Kackebord aus Holz, Klammer auf, 35 mal 35 cm, Klammer zu, Klammer auf, siehe Seite 212, Klammer zu, ein quadratisches Kackebord aus Holz, Klammer auf, 20 mal 20 cm, Klammer zu, Klammer auf, siehe Seite 212, Klammer zu, ein quadratisches Kackebord aus Holz, Klammer auf, 15 mal 15 cm, Klammer zu, Klammer auf, siehe 8, 212, Klammer zu, ein quadratisches Kackebord aus Holz, Klammer auf, 10 mal 10 cm, Klammer zu, Klammer auf, siehe Seite 212, Klammer zu, hoher quadratischer Tortenboden nach Wall, Klammer auf, 20 mal 20 cm, Klammer zu, Klammer auf, siehe S196 bis 209, Klammer zu, 1 hoher quadratischer Tortenboden nach Wall, Klammer auf, 15 mal 15 cm, Klammer zu, Klammer auf, siehe S196 bis 209, Klammer zu, 1 für die Fächer aus Reispapier, 8 mal 7 cm, 4 mal 10 cm, 4, 11 cm und 4 mal 14 cm große Quadrate ausschneiden und jeweils zu einer Ziehharmonika falten. 2 für die Papierrosetten, 2 7 cm Fächer einmal in der Mitte falten, die Außenkanten mit Wasser anfeuchten und aneinander drücken, Klammer auf, das Papier klebt dadurch aneinander, Klammer zu. 2 weitere 7 cm Fächer auf dieselbe Art bearbeiten und die entstandenen 2 großen Fächer mit etwas Wasser zu einem Kreis zusammenkleben. Mit den restlichen 4 7 cm Fächern eine weitere Papierrosette basteln. 3 Die restlichen Papierfächer gleicher Größe wie in Schritt 2 beschrieben zu weiteren Papierrosetten zusammenkleben. 4 In 2 Schüsseln jeweils etwas Lebensmittelfarbe in Pink mit wenig Wasser zu 2 unterschiedlichen Farbschattierungen verrühren. Die Papierrosetten mit dem gefärbten Wasser leicht großen Tortenböden stecken, um sie gegen das Gewicht des darauf gestellten Tortenbodens zu sichern. 7 Die Torte zusammensetzen. Dazu jede Tortenetage auf der darunterliegenden befestigen, Klammer auf, siehe Seite 216, Klammer zu. In einer großen Schüssel die Ganache mit dem elektrischen Handrührgerät aufschlagen und mit der gelben Lebensmittelfarbe in blassgelb abtönen. Die Ganache über die gesamte Torte verteilen. 8 Die Papierrosetten erst kurz vor dem Servieren auf der Torte befestigen. Tipps: Reispapier ist im Fachhandel für Tortendekoration und in einigen Supermärkten erhältlich. Mit diesem Reispapier wird normalerweise Nougat überzogen. Es hat nichts mit dem Reispapier zu tun, das für asiatische Reispapierrollen verwendet wird. Reispapier wird auch als Wafer Paper